Sie sind kleiner, aber viele und machen entsprechend Krach. Touristen spülen viel Geld in unsere Kassen über Arbeitsplätze in der Gastronomie, über Museumsbesuche und mehr. Sie kosten aber auch Nerven. Exklusiv haben unsere Kollegen von rbb24 Daten ausgewertet und belegen, tausende Ferienwohnungen sind illegal, nicht registriert. Das Zweckentfremdungsgesetz greift kaum. An Vermietungsplattformen wie Airbnb beißt sich der Senat die Zähne aus. Rund ein Dutzend Airbnb-Unterkünfte gibt es in vielen Kreuzberger Partykiezen, und zwar pro Häuserblock. Viele, die eine solche Ferienwohnung im Haus haben, rufen verzweifelt beim bezirklichen Wohnungsamt an. Wir reden teilweise vom Rollkoffersyndrom. Also es sind Belastungen, die für die Bevölkerung schwer sind, schwer auszuhalten sind. Ein krasses Beispiel für mutmaßlich illegale Ferienwohnungen steckt nach unseren Recherchen hinter diesem Inserat. Ein Einzimmer-Apartment in Kreuzberg. Wir buchen es über Airbnb. Die Wohnung soll Arthur G. gehören. Sein Foto finden wir auch im Karrierenetzwerk LinkedIn. Dort heißt Arthur aber Lukas und wohnt in den USA. Per Chat wird die Buchung bestätigt. In diesem Haus in der Muskauer Straße soll die Ferienwohnung sein. Den Schlüssel finden wir im Briefkasten in einem von 4 Mini-Tresoren. Den Zahlencode hatte Arthur uns geschickt. Sein Apartment liegt im 3. Stock. Würde er nur untervermieten, müsste es persönliche Gegenstände geben. Doch die finden wir hier nicht. Es wirkt alles wie in einem Hostel. Wir treffen einen Nachbarn. Er will nicht erkannt werden. Die Probleme begannen für ihn, als eine Immobiliengesellschaft das Haus Anfang 2016 kaufte. Leute sind ausgezogen. Die Wohnungen wurden nicht weitervermietet. Auf einmal gab es dann sehr viele Touristen, die ständig ein- und ausgingen. Die haben viel Party gemacht und manchmal auch ihren Schlüssel bei mir reingesteckt, weil sie dachten, hier ist auch eine Ferienwohnung. Wir fragen nach und erfahren, laut Wohnungsamt wird die von uns gebuchte Ferienwohnung illegal vermietet. Zudem steht die GmbH, der das Haus gehört, im Verdacht, gleich 7 der 18 Wohnungen des Hauses in Ferienwohnung umgewandelt zu haben. Von Juli 2016 bis Juli 2018 seien sie an Touristen vermietet worden. Ein lukratives Geschäft. Der Mieter zahlt monatlich rund 350 Euro kalt. Eine gleich große Ferienwohnung im Haus kann mit 1500 Euro mehr als das Vierfache im Monat erwirtschaften. Der Airbnb-Anbieter Arthur G. ist als Mieter gar nicht in dem Haus gemeldet. Auf unsere Anfragen reagiert er nicht. Wir gehen davon aus, dass hier Mieter und Vermieter zusammenarbeiten. Die Mietverträge, die vorgelegt sind, sind wahrscheinlich Scheinmietverträge. Dahinter stecken soll laut Amt der Geschäftsführer der Eigentümer GmbH, der 29-jährige Immobilienmakler Lev K. Seine Immobiliengesellschaft hat ihren Geschäftssitz in einer Villa am Stadtrand. Dort treffen wir ihn nicht an. Schriftlich gibt er auf unsere Fragen zwar umfassend Auskunft, will aber andererseits nicht zitiert werden. Er bestreitet, Scheinmietverhältnisse abgeschlossen zu haben und Ferienwohnungen in dem Haus zu betreiben. Ob dies stimmt, müssen nun Gerichte klären. Gegen die Maßnahmen des Wohnungsamtes hat Lev K. erst Widerspruch eingelegt, dann Klage eingereicht. Der Kampf gegen hochlukrative Ferienwohnungen, er ist mitunter zäh. Also das ist ein Beispiel, aber ein typisches. Und bevor wir die Chefs in den Bezirken fragen, wie sie damit umgehen oder gar dagegen vorgehen, erstmal ein Faktenüberblick. Nach wie vor sind fast 90% der Berliner Airbnb-Angebote nicht registriert. Eigentlich müsste seit August fast jedes Inserat eine solche amtliche Registriernummer haben. Doch von den über 13.000 aktiven Airbnb-Angeboten machen das gerade einmal rund 1.200. Vielen Gastgebern drohen deshalb Strafen bis 500.000 Euro. Vermutlich deshalb ist seit Juli auch die Zahl der aktiven Angebote um 18% gesunken. Trotzdem bleibt die Vermietung an Touristen über Plattformen wie Airbnb eine Gelddruckmaschine. Von 2015 bis 2017 hat sich der geschätzte Jahresumsatz der Gastgeber verdoppelt. Allein im Oktober haben sie über 16 Millionen Euro eingenommen. Das ist eine Menge Geld. Das Thema ist also auch ein sehr dringendes. Es gibt ja eine gesetzliche Vorlage. Nun müsste man mal handeln. Höchste Zeit, dass die Bezirke solchen mutmaßlichen Verstößen gezielt nachgehen, oder? Wir haben in 2 Bezirken nachgefragt. Musik
Wir sind da auch noch im, so ein Stück weit in der Erprobungsphase, muss man ganz klar sagen. Also wir haben teilweise auch gerichtliche Überprüfungen, wo die Gerichte unsere Bußgelder deutlich reduziert haben. Also in einem Fall, über den ich mich sehr geärgert habe, wo wir 8.000 Euro festgesetzt haben und das Gericht zwar inhaltlich unsere Argumentation vollumfänglich unterstützt hat, aber das Bußgeld auf 1.000 Euro reduziert hat. Spandau ist nicht so betroffen wie Innenstadtbezirke. Wir haben insgesamt jetzt Genehmigungen, also mit Registriernummern, insgesamt 14. Davon sind 10 anzeigepflichtig gewesen. Das ist aber hier in Spandau auch derzeit so, dass wir allein schon mit dem ersten Schreiben halt merken, dass diese Rückführung dann auch wieder stattfindet. Also wir haben anscheinend auch Einsichtige, die es nun mal versucht haben. Was ich mir klar an Verbesserungen wünschen würde, wäre mehr Personal, weil wir einfach mit dem bestehenden Personal, da geht es ja nicht nur um Ferienwohnungen, sondern es geht auch um Leerstand, um Abrissgenehmigungen, die ja alle bearbeitet werden müssen. Und das sind schon einfach, da hängt ein erheblicher Verwaltungsaufwand dran. Stefan von Dassel ist bei mir, der Bezirksbürgermeister von Mitte. Schönen guten Abend. Guten Abend. Herr von Dassel. Wir haben es gerade gesehen, die Bezirke gehen ganz unterschiedlich damit um. Die haben natürlich auch unterschiedlichen Leidensdruck. In Spandau ist es anders als in Kreuzberg. Und in Mitte ist ja wirklich ein Hotspot der Ferienwohnungen. Wie handhaben Sie es denn? Wir handhaben das nicht anders als die anderen Bezirke. Und wir stehen vor den gleichen Problemen, dass wir in der Regel die Daten von Airbnb nicht rausbekommen, auch die Internetanzeigen nicht auswerten können. Und deswegen ist die Suche nach illegalen Ferienwohnungen immer die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, Airbnb hat den Firmensitz in Irland. Das kann einem klar gewesen sein, bevor man dieses Gesetz auf den Weg gebracht hat zur Zweckentfremdung, dass es da schwierig werden könnte, an die Daten heranzukommen. Ist dieses Gesetz nun nur reine Augenwischerei, weil man das nicht bis zu Ende gedacht hat? Nee, das hoffe ich nicht. Im Moment gibt es ja nur einstweiligen Rechtsschutzverfahren. Die Ansicht des Gerichts, dass das irländische Datenschutzgesetz dort gilt. Da hoffen wir, dass wir in der Hauptsache noch gewinnen werden. Denn wenn ich jetzt mit EasyJet ein Problem habe, muss ich jetzt auch nicht ins Ausland gehen, sondern kann hier in Schönefeld gegebenenfalls Klage einreichen. Das eigentliche Problem ist aber, dass Airbnb ja grundsätzlich nicht kooperiert. Und deswegen halte ich es für besonders sinnvoll, wenn wir auch die steuerrechtliche Frage prüfen. Denn im Prinzip leistet Airbnb jetzt ja Beihilfe zur Steuerhinterziehung, weil wir müssen davon ausgehen, dass die Ferienwohnungen des Graumarktes auch keine Steuern bezahlen. Das hört sich aber nach einem langwierigen Prozess an. Viele Berliner wünschen sich natürlich, dass die Tausenden von Wohnungen, die es in der Stadt gibt, wieder freigegeben werden für den Mietmarkt. Kann man denn in Berlin, können Sie das schon abschätzen, ob es allein durch das Gesetz und durch diese Androhung dieses Bußgeldes von immerhin einer 500.000 Euro schon wieder Wohnungen gibt, die zurück in den normalen Mietmarkt gegangen sind? Ja, längst nicht so viele, wie wir wünschen. Aber das hat man ja schon deutlich gesehen, auch bei der ersten Verschärfung, als es quasi die Übergangsfrist dann auslief, haben wir einige hundert Wohnungen auch in Mitte zurückgewonnen. Das ist nicht alles, was wir uns wünschen, aber doch eben auch nicht nichts. Und wir sehen jetzt auch in Ihrer Grafik, dass die Anzahl der Ferienwohnungen, die bei Airbnb annonciert sind, ja auch zurückgegangen sind. Immer noch nicht genug, aber der Rechtsstaat mal langsam, aber ermalt. Als dieses Gesetz an den Start ging, hieß es auch, es würde 22 zusätzliche Ermittler sozusagen geben, die das Ganze überprüfen können. Wie viele haben Sie da am Start? Weil wenn wir unser Fallbeispiel sehen, man guckt einfach mal, bucht eine Wohnung, der wird ja relativ schnell klar, dass da was nicht ganz koscher ist. Da könnte man ja den Vermieter auch schon ein bisschen aufscheuchen. Ja, das ist ein bisschen das Problem. Das ärgert mich auch, aber so ist es. Wir dürfen als Behörde keine Scheinbuchung vornehmen, sondern müssen uns immer als Behörde ausweisen, auch wenn wir im Internet Kontakt suchen. Das ist etwas schwierig und dann sind es eben Ordnungswidrigkeiten und deswegen hat jetzt auch die Kriminalpolizei das nicht ganz oben auf ihrer To-Do-Liste uns dazu unterstützen, denn nur die darf verdeckt ermitteln. Ich bin gespannt, wie wir da die Kandare noch ein bisschen härter angezogen kriegen, damit das besser läuft. Herzlichen Dank für Ihren Besuch. Bitte. Bei uns, Herr von Dassel. Und das Gespräch haben wir aus Termingründen unseres Gastes vor der Sendung aufgezeichnet. Und wie Sie vorgehen müssen, wenn Sie Ihre Wohnung oder ein Zimmer legal vermieten wollen, das zeigen unsere Kollegen von Supermarkt, der Verbrauchersendung, das Ganze ab 20.15 Uhr.